So, hey und herzlich willkommen zurück zum, lasst mich überlegen oder nachschauen, zum 12. Labern mit Pixel oder auch Samstags-Sonntagsvideo. Ja, freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt und auf jeden Fall, warum habe ich eigentlich Kopfhörer auf? Ich brauche die doch gar nicht, ich höre doch gerade nichts, also ja, kann ich die auch abziehen, auch wenn es gerade, egal, Themenwechsel. Erstmal, ich werde das Video heute gar nicht so lang machen, da ich noch ein paar andere Dinge zu tun habe, aber trotzdem schönen Sonntag euch erstmal. Und ja, bevor ich jetzt irgendeinen anderen Schuss wieder labere, erstmal zu den Infos und Updates. Gibt es da irgendwas? Ich denke mal kurz nach. Also ja, auf jeden Fall ist ja Snowy Hills gestartet, also dieses kleine Weihnachtsprojekt. Da bin ich gerade auch noch am Server einrichten und Discord einrichten und was weiß ich. Ja, da muss ich mal schauen, dass ich das alles hinbekomme. Ich hoffe mal, euch gefällt es bisher ganz gut. Das wird jetzt einfach mal bis kurz nach Weihnachten kommen, hoffentlich. Ja, ansonsten habe ich noch ein wenig an meiner Website weitergemacht. Da werde ich jetzt wahrscheinlich auch noch, wenn ich dazu komme, diesen Hoster wechseln, weil der, wo ich jetzt gerade war, war nicht so zuverlässig. Und ja, genau, also mal schauen, wie weit ich das hinbekomme und dann, ja, beim nächsten Mal gibt es dann bestimmt ein paar Updates. Ansonsten gab es eigentlich nicht viel. Mein Texture Pack habe ich noch zum Download bereitgestellt. Könnte ich auch mal weitermachen, habe ich aber keine Zeit zu. Und ja, ansonsten war es das eigentlich auch schon fast zu den Updates und so. Dann kommen wir zu dem einfach so Rumgelaber und ja, ich weiß, das ist heute etwas schnell, aber na, kann es auch mal geben. Auf jeden Fall, draußen ist es ziemlich kalt bei mir gerade. Also ich war vorher halt auf dem Weihnachtsmarkt unten bei uns in der Stadt, ja, kann man so sagen, muss man aber nicht. Und ich bin einfach so halb erfroren, bis ich dann oben, also bei mir wieder zu Hause war, war es dann ziemlich kalt. Aber naja, gut, ich habe es überlebt. Aber trotzdem, ich finde, der Weihnachtsmarkt ist mal wieder echt schön. Ihr könnt ja mal schreiben, wie ihr so das Weihnachtsmarktteil, was auch immer, bei euch findet. Also ob ihr gerne dahin geht und so. Und ja, ich merke gerade, ich bin heute wieder sehr kreativ, was das Labern angeht. Naja, morgen ist wieder Montag. Gut, darauf sollte ich euch jetzt nicht hinweisen. Das weiß wahrscheinlich jeder irgendwie, ja. Ich weiß, ich hatte schon mal sinnvollere Themen im Samstagsvideo angesprochen. Ja, was gibt's denn sonst noch? Ich wollte mich noch mal so ein bisschen in Blender umschauen, wie das so alles funktioniert. Ja, komme ich auch nicht so wirklich dazu. Also momentan bin ich schon ziemlich mit Snowy Hills und der Website beschäftigt. Und ja, dann arbeiten kommen jetzt natürlich auch welche vor Weihnachten wieder. Gut, das ist ja eigentlich normal. Ich denke, wer hat keine Arbeiten direkt vor Weihnachten immer? Dann denken die Lehrer sich, ja, wir müssen das vor Weihnachten gemacht haben, denn nach Weihnachten ist zwar ja noch nicht das Halbjahr rum, aber ja, vor Weihnachten ist besser und so. Und dann machen wir alles vor Weihnachten. Naja, gut, dann hat man es da hinter sich, wobei nach Weihnachten kommt trotzdem noch was, aber nicht mehr ganz so viel, glaube ich jetzt jedenfalls mal. Und ja, von dem her müsste ich eigentlich wieder ganz viel lernen. Mache ich auch. Und ja, ist bloß ein bisschen doof, dass ich da gerade so, ja, ein bisschen am Schwanken bin. Einerseits sage ich mir, komm, es wäre cool, wenn das Snowy Hills Projekt hier am Laufen ist. Andererseits sage ich mir, ja, komm, Schule ist halt schon wichtig und da muss ich jetzt hier irgendwie so, ja, ein Mittelding machen, keine Ahnung. Ihr habt natürlich recht, wenn ihr jetzt schreibt, ja, Schule ist wichtiger, habt ihr vollkommen recht. Ja, werde ich mir auf jeden Fall auch später nochmal was dazu angucken. Ich werde jetzt bloß mal versuchen, den Discord für Snowy Hills aufzusetzen. Ja, den Webhoster da für meine Website, den kann ich auch noch heute Abend machen, wenn ich dazu noch Zeit habe. Plus das Snowy Hills Discord ist ja blöd, wenn da jetzt jemand von euch drauf wollen würde, sich bewerben wollen würde für Snowy Hills und dann gibt es da noch nichts zum Bewerben, deshalb, ja, muss ich da mal schauen. Wobei, wartet, wenn ich da die Bewerbung, also würde ich dann auf meine Website verlinken und dann, ja, keine Ahnung, wir schauen mal noch, wie wir das machen. Also, ja, ich denke, das werde ich hoffentlich irgendwie hinbekommen. Dann, ja, gibt es eigentlich gar nicht so viel zu sagen. Wisst ihr was, wir können ja mal noch eine
sinnlose Umfragen, wobei, ja stimmt, es gibt bei YouTube ja so eine Umfragenfunktion, wir können ja mal so eine sinnlose Umfrage wie im Stream machen, und zwar, was mögt ihr lieber, spanisches Hackfleisch, Diätfischteil, Gedöns, oder vegetarisches veganer Schnitzel mit Sojasauce, oder Döner, oder zwei Fische vom zum Preis von einem für nur 12,99 bei Schaldi, genau, bei Schaldi. Ach, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist die Umfrage mal wieder extrem wichtig und so, bla bla. Ich würde sagen, wir kommen auch zu den Kommentaren. Ich weiß, dass das Labern mit Pixel, Video, Schrägstrich, ja genau, Wochenendformat, so habe ich es ja letztes Mal bezeichnet. Heute vielleicht nicht ganz so interessant ist, aber ja, ich habe einfach ein bisschen was zu tun, deshalb bin ich gerade da nicht ganz so, ja, bin etwas hektisch dran. Also, naja. So, kommen wir zu den Kommentaren, und zwar hat Cede geschrieben, also zu Weihnachtssachen in den Läden bevor Dezember. Ja, diese Weihnachtsdeko nervt schon, aber Lebkuchen und Marzipan und so können meinetwegen schon Monate vor Weihnachten verkauft werden. Ich glaube, da kann ich dir nur recht geben, also Lebkuchen sind schon... aber ja, bin ich eigentlich der Meinung, also muss ich dir schon zustimmen. Wobei ich noch nicht mal so der Marzipan-Fan bin, wobei so in kleinen Mengen kann man das schon mal richtig gut essen. aber naja, nee, Spekulatius auch nicht so, weil das habe ich gerade von Hermine drunter stehen gesehen. So, Franka schreibt, warte, was? Ich habe nur so wenig Kommis geschrieben. Krass, ja, da werden wir mal schauen, ob das überhaupt stimmt. Dann schreibt sie noch, das mit der Liste mache ich mir immer im Kopf, weil ich so zu faul bin, es aufzuschreiben. Ja, ich habe es auch schon wieder vergessen, sollte ich aber mal machen. Nee, das Ding ist halt immer, wenn ich das im Kopf mache, dann vergesse ich das eh immer wieder und von dem her, ja... schreibe ich es mir dann doch lieber immer auf. Franka schreibt, ich guck's trotzdem erst um 11:45. Ja, dann bringt's wohl nichts, wenn ich die Samstag-Videos, die Wochenendformat-Videos früher bringen. Lasso004 schreibt, nice, gut, das ist wieder ganz krass. Fast so kreativ wie Davi, der geschrieben hat, nice, gut, das ist natürlich auch der Wahnsinn. Und Michelle schreibt auch, kannst du live gehen? Ja, Michelle schreibt das ziemlich oft, ist mir so aufgefallen. Und Leute, ich habe halt auch noch ein Leben, von dem her kann ich nicht immer live gehen, auch wenn euch das vielleicht Spaß machen würde. Ich meine, klar könnte ich sagen, ich mache keine Videos und gehe live, aber ich finde, Video machen gehört irgendwie dazu und macht auch Spaß. Deshalb mache ich dann halt auch ab und zu Videos, dann kommt halt weniger, aber ja, Videos, finde ich, gehören auch dazu, von dem her, na. Ich weiß, das war jetzt relativ kurz, aber ich würde trotzdem sagen, ich verabschiede mich schon für heute. Ja, trotzdem vielen Dank fürs Zuschauen, haut rein, macht's gut, bis zum nächsten Mal und ja, viel Schnee euch. Tschüss.